Hallo, herzlich willkommen zu Oberherwärts-Tipp des Monats Teil 1. Ja, und heute zeige ich euch, was ihr im März alles Tolles erleben könnt. Viel Spaß! Heute basteln wir zusammen eine wunderschöne Sonne, einen Sonnengruß basteln wir zusammen. Und da zeige ich euch jetzt gleich, was ihr alles dafür braucht. Vielleicht müsst ihr die eine oder andere Sache noch einkaufen gehen, aber es lohnt sich wirklich für das Endergebnis. Und die Sachen, die ihr benötigt, sind in der Videobeschreibung unten verlinkt, da könnt ihr gleich alles zusammen kaufen. Aber jetzt da zeige ich euch, was ihr alles benötigt. Also, ihr benötigt einen Korkenuntersetzer mit 18 cm Durchmesser. Ja, und dann braucht ihr 16 Wäscheklammern, am besten gelbe, wenn es gut ist, weil wir machen eine Sonne, ja. Und dann braucht ihr noch eine Acrylfarbe in gelb und einen Pinsel. Ja, das ist mal das ganze Material. Wenn ihr etwas nicht daheim habt, schaut einfach in die Videobeschreibung, da könnt ihr das gleich bestellen. Dann ist es in den nächsten Tagen bei euch. Ja, jetzt lasst uns zusammen beginnen. Ja, ich habe vergessen, einen gut klebenden Uhu bräuchtet ihr auch noch, das wäre nicht so schlecht, ja. Wir beginnen jetzt mal. Wir picken, also wir tun die Wäscheklammern um unseren Korkenuntersetzer herum verteilen und die picken wir dann an. Sodass sie gut halten und nicht runterfliegen können, okay? Danach schnappt ihr euch euren Pinsel und eure Acrylfarbe und malt alles schön gelb an, ja. Alles schön gelb anmalen, damit alles ausschaut wie eine Sonne, okay? Also alles anmalen, das ausschaut wie eine Sonne. Und wenn ihr das dann fertig angemalt habt, alles schon schön angemalt, wirklich, dass es aussieht wie eine Sonne, könnt ihr euch noch einen schwarzen Stift theoretisch nehmen und noch Augen und Mund drauf malen oder irgendwie anders verzieren die Sonne. Das ist dann ganz euch überlassen. Und dann seid ihr schon fertig mit eurem Sonnengruß. Macht vielleicht noch ein paar mehr, dann könnt ihr jedem eurer Liebsten im März, wenn es einmal verregnet ist, einen Sonnengruß geben, dass der Tag dann wieder gleich heller ist, fröhlicher ist, ja. Hier ist nochmal vom Endergebnis ein Bild und von der Zusammenfassung Schritt für Schritt. Ja, und die Minka ist auch noch bei mir. Hallo Minka, ja. Das war's für diesen Monat, meine Lieben. Das war's für diesen Monat. Oberherwärts Tipp des Monats endet hier. Die Nummer 1. Einen Sonnengruß haben wir gemacht, ja. Und im April, das wird dann wirklich lustig. Da müsst ihr unbedingt einschalten. Der erste Samstag im April. Oberherwärts Tipp des Monats Teil 2. Schaltet unbedingt ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Sonnengruß und ja, einen schönen Samstag noch. Wir sehen uns dann im April wieder. Tschüss.